Simplon mit einem Fully. Das ist wirklich außergewöhnlich, denn Simplon baut normalerweise nur schnöde Alltagsräder, die ganz hervorragend sind allerdings, aber ich sag mal so vom Design her eher so Gebrauchsfahrräder sind, mit dem auch die Einsatztruppe der Polizei unterwegs sein könnte. Das heißt richtig tolle Alltagsräder, aber hier muss man sagen, was ist hier passiert? Was haben die genommen, als sie das Die, Fahrrad designt haben? ich muss sie zurückrudern. Also, die machen sehr extreme Räder. Im Rennradbereich haben sie ja gemacht. Und diesen Erfolg hatten sie natürlich mit den Alltagsrädern mit Chenor, diese Carbonrahmen. Und dann hatten sie auch Erfolg halt mit Mountainbike, aber nicht so in der großen Stückzahl. Und jetzt haben sie mit der Rapcon letztes Jahr, das haben wir bei dir gefilmt, einen Mega-Erfolg gehabt, die letzten 2 Jahre. Und dachten sich, okay, dann machen wir mehr. Und bringen quasi den kleinen Bruder von Rapcon auf den Markt aus Aluminium, der dann ein Was? bisschen weniger kostet, Ja. aber natürlich auch Vorteile bringt wegen halt Materialaluminium. Simplon. Wir haben, ich habe jetzt so ein bisschen drüber hergezogen, aber das stimmt gar nicht. Die bauen die besten, eine der besten Räder in Deutschland, Nee, in also Österreich. in Österreich. Genau. Aber ich sag mal, im deutschsprachigen Bereich sind die absolut top. Was ist das Besondere bei Simplon? Da baut ein Meister oder ein Mechaniker das komplette Fahrrad selbst zusammen. Und dieser Mechaniker sucht sich auch die Teile selbst im Lager aus. Das ist der größte Vorteil von Simplon, dass quasi einer das komplette Fahrrad zusammenbaut und dann noch seine Unterschrift drauf gibt. Und das ist halt keine Massenware, sondern einfach jedes Simplon-Rad ist ein Einzelstück. Die selbst sagen ja, jedes Simplon-Rad ist ein Kunstwerk, weil man ja die Räder auch konfigurieren kann. Ich kann dieses Fahrrad in 5 mal verschiedenen Modellen konfigurieren. Gut, die Konfiguration fällt jetzt dem letzten. Die nächsten 2 Jahre wahrscheinlich aus wegen der Materialknappheit und die werden auch die Möglichkeiten reduzieren. Aber das ist halt das Besondere bei Simplon. Und ich habe Qualität. Ja, endlich meine Schaltung. Guck mal, ich habe Die ja selbst in die Ohre. Diore. Auf meinem Soll ich die abschrauben? M1 habe ich drauf, denn eine 12-fach Diore ist der kleine Bruder der XT, ist sogar kompatibel. Ist aber kein Riegel und du kannst es benutzen und ja, ist halt die Diore-Schaltung. Kann man sogar später umrüsten auf XT für, ich glaube, 150 Euro. Kannst du, aber brauchst du gar nicht, weil funktioniert. Funktioniert wunderbar. Es funktioniert. Eigentlich sind die Hebel halt nur anders. Die sind halt aus Plastik. Beim XD haben sie ein bisschen Materialien, die Ja, benutzt Klassik werden. aus Kunststoff. Aus Kunststoff So. und ja, und beim Rennrad, Dann, ich benutze sie halt ein bisschen anders. aber, ich sag mal, wer mir irgendwas für die DO sagt, ja, der muss sie erstmal selber fahren, weil ich fahre im Moment gerade eine, aber nicht, weil ich das wollte, sondern es gab keine XT und da habe ich eine DO drauf gemacht und habe gar keinen Unterschied festgestellt. So sieht's aus. Hast du uns auch angerufen? Wir haben auch kein XT gehabt und habe ich dir gesagt, die Uhr kannst du auch noch, funktioniert wunderbar. Zwölffach, oder? Du hast 10-fach gehabt. Nee, hier drauf. Hier ist 12-fach, genau. 12S sehe ich auch, genau. 12-fach und dann, genau. So, kommen wir mal zum Thema Dämpfer. Da haben Sie was Feines verbaut, Factory. Fox DHX, genau. Die, ja, die Enduro-Dämpfer aus Stahl, die es eigentlich gibt. Der ist auch gelagert, also doppelt gelagert und das führt dann dazu, dass ich auch, ja, ein Fahrrad habe, wo ich dann richtig das Gelände auseinandernehmen kann. So, das heißt, Oder der das Dämpfer. Fahrrad auseinandernehmen kann im Gelände. Andersrum kann man es ja auch nennen. Immer mehr Stahlfedern sehe ich, also jetzt in letzter Zeit, also bei den großen E-Bikes, die da sind. Aber das ist die Technik, die im Automobilbereich eingesetzt wird. Du selber hast ja ein Ford mit Fox-Fahrwerk. So, der Ford Ja. Raptor habe ich ja, Ja. kommt durch dich zustande, weil ich deine Videos gesehen habe und dachte so, boah, dieses Auto muss ich haben. Sieht auch Aber genauso aus, sieht der. genauso. Also das ist ja Technik, Die ist nichts Technik, die anderes. funktioniert ja, also Stahlfeder funktioniert ja wunderbar, das haben wir halt im Autos. Und im absoluten Premium-Bereich nehmen halt die Leute Luft, aber Stahl hat natürlich auch seine Vorteile. Es ist ja nicht so, dass Stahl jetzt komplett auseinanderfällt. Im Enduro-Bereich macht es halt Sinn. Dieses Fahrrad ist auch bis 150 Kilogramm zugelassen. Und wenn es so richtig hart wird im Gelände, Luftfeder erreicht auch irgendwo seine Grenzen und Stahl ist Das einfach leichter. Gesamtgewicht 150. Genau. Gut, so. Weil da unten ist ein kleiner blauer Regler, was kann der? Das haben wir so einen Überlaufbehälter dann quasi. Nee, der Regler, da Achso, sind der Zahlen Regler. drauf. Ich kann hier schließen, bisschen aufmachen und dann kann ich den Rebound dann, diese Grip-Kartusche dann, kann ich dann feiner einstellen. Rebound ist, wenn sie zurückfedert. Wenn es so gefedert, genau. Aber um das zu erklären, müssen wir eigentlich ein komplett eigenes Video machen. Machen wir später heute vielleicht mit Lukas. So, was Besonderes, Range Extender ist drauf. Genau, die Batteriehalterung bestellen wir immer mit bei Simplon, weil ich kann zum Beispiel von E-Bike Vision einfach einen Akku bei uns kaufen und dann habe ich 1100 Wattstunden. Simplon hat sich bewusst gegen 750 Wattstunden entschieden. Ist auch richtig, wie wir finden, weil 750 Wattstunden Akkus sind momentan nicht lieferbar in der Menge. Auch die 600er sind teilweise nicht mehr lieferbar und deswegen hat Simplon gesagt, nee, machen wir nicht, weil dafür brauchen wir einen Rahmen und dann würden wir einfach viel zu spät die Fahrräder an unsere Kunden liefern. Erst in 3 Jahren können wir dann überlegen, ob wir das machen. Und Simplon hat ja schon seit Jahren den Range Extender
was sie halt anbieten. Und wenn jemand sagt, hier, ich hätte gerne mehr als 600 Wattstunden, kann ich noch ein 500er drauf machen, da habe ich 1100. Ich kann aber hier jetzt auch ein Schloss drauf machen, ich kann hier auch eine Halterung machen für... Auch. Ich kann jetzt hier eine Flasche drauf machen, so ein Fitlerflasche drüber auch. Ich kann das auch abschrauben, also wenn jemand sagt, ich will das Ding nicht, das dauert eine halbe Stunde und wir schrauben den das... Sieht aber wichtig aus, also mir gefällt es. Das Coole ist, wenn du es hast und du hast dann beide Akkus mit dabei, dann hast du irre Reichweite. Fox 38, ganz tolle, ich glaube, da kann man nichts sagen. Fox Factory 38, genau. Ich kann das Fahrrad auch anders konfigurieren. Wir haben es ja mehrmals konfiguriert. Wir zeigen auch andere Versionen. Das ist jetzt die High-End-Version. So, schauen wir also mal. 160 und 180 mm kann ich da halt wählen bei Streamer und genau. Das muss man auch noch beachten. Geht beides. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Best 3 schon drauf? Nein, geht ja nicht. 600 Wattstunden. Stimmt. Ja, da haben sie das gesagt. Richtig schlau dagegen entschieden. Also das war eine richtig gute Entscheidung, damit die einfach lieferfähige Fahrräder haben. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt 2 Jahre auf mein Fahrrad warte. Große Bremsscheibe. Heißt, ich habe auch eine sehr, sehr gute Bremskraft. DT-Swiss-Felge habe ich selber. DT-Swiss-Felge hast du auch selbst. 29er, Mallet-Bereifung haben wir. Habe ich aber gekauft, damals hatte ich keine Ahnung. War halt dabei und da haben mir dann ganz viele gesagt, da hast du aber was Feines bei DT-Swiss. So sieht es aus. DT-Swiss gab es ja wie Sand am Meer früher im oberpreisigen Segment. Es war halt damals auch nicht so krass teuer. Mittlerweile ist es ja so teuer geworden und die können ja so wenig liefern, dass es dann wirklich sehr, sehr Premium geworden. Aber früher war es nicht so, gebe ich dir auch recht. Also Mallet-Bereifung habe ich ja gesagt, vorne 29, also ich bin laufruhig und hinten 27,5. Heißt, ich bin da extrem wendig. SLX-Bremsen und ich kann die auch mit Kotbremse und quasi alles machen. Hydroforming ist halt eine Technik, die auch Simplon hier benutzt hat. Dass wir die Bremse auch mal drauf haben. So, da haben wir es da. Die DT-Swiss-Felge hinten, Hydroforming. Genau, ich kriege halt Rahmenformen, die halt normalerweise Alurohr einfach nicht machbar sind. Das kennen wir von anderen Herstellern. Hier hat der Hersteller sich auch was überlegt. Hier kann ich auch eine kleine Tasche hin tun mit einer Luftkartusche etc. Das schützt sowohl den Rahmen als auch so ein kleines Staufach. So. Bitte nimm es mal runter, dass wir mal zeigen. Auch hier liegen wir um die 30 Kilogramm. 27. Mal mit der Fox 38. Okay. So, Kiox-Display drauf. Hat das Touch? Kiox-Display hat tatsächlich, wenn ich mich nicht irre, nee, Kiox-Display hat auch kein Touch. Neon hat Touch. Neon hat Touch. Okay, also kein Touch. Wird hiermit bedient. Ist vom Motor her vollkommen identisch mit dem Best 3. Der Motor selber? Genau, der Motor selbst ist komplett identisch. Da wird es nächstes Jahr ein Update geben. CXR dürfen wir vielleicht in deinem Kanal schon mal verraten. Ansonsten wird der Motor einfach weitergeführt. CXR? Genau. Der hat mehr Newtonmeter? Der hat mehr Newtonmeter. Aber der wird limitiert sein. Das heißt, die großen Hersteller werden nur eine kleine Stückzahl davon bekommen und lieferbar wahrscheinlich Mitte 23. So, Sattelstütze ist absenkbar von KS. Sattelstütze habe ich hier. Funktioniert wunderbar. Also wird in Österreich komplett konfektioniert von einem einzigen Mann oder Frau, der oder die das zusammenbaut. Unglaublich. Wir haben ja die Fahrräder gezeigt. Da gibt es teilweise Tourenräder, die kannst du hochkonfigurieren bis 11.000, 12.000. Simplon ist eine Premium-Marke, wird auch eine Premium-Marke bleiben und es geht da wirklich um Premium bei diesen Fahrrädern. Die Qualität stimmt, zum Beispiel meine Mechaniker sagen immer, wenn ein Simplon-Rad kommt, brauche ich gar nichts zu machen, weil die Formmontage so gut ist, dass wir da sehr, sehr wenig trotzdem machen. Prüft er die. Jedes Rad Rahmengrößen, Lieferbarkeit, weil Simplon wir ist... Wir haben davon 30 Stück auf Lager. Hier 30. Hier ist diese Konfiguration, genau. Wir zeigen auch andere Konfigurationen, von denen haben wir 20, 30 auch. Also dieses Rad haben wir schon dreistellig bestellt. Das heißt, wir bekommen richtig, richtig viele rein. Bitte anrufen, reservieren und dann könnt ihr die auch mitnehmen. Gut, das heißt, du hast die bereits mit den wichtigsten Sachen konfiguriert. Konfigurieren kann man bei Simplon nicht. Die haben einen Bestellstopp. Wenn jemand jetzt mit der Konfiguration kommt und sagt, hier, ich hätte gerne anderes absenkbare Sattelstütze, anderes Display etc., die machen wir bei uns im Laden, sobald es geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Neon-Display haben will und das Neon-Display ist lieferbar, dann wechsle ich das im Laden für den Kunden. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wer will hier Neon-Display drauf machen? Weil das Kiox ist so genial für so ein Mountainbike. Das so ist so. Aber das Kiox ist für Mountainbikes gemacht, aber viele Leute wollen Neon. Aber ich sage, im Gelände habt ihr dann schon ein bisschen Probleme. Besser. Aber wenn die Kunden das wollen, machen wir das gerne. Ist überhaupt kein Problem. Ja, die Rufnummer in Gießen. Heute 23. März.
März 2022 06 41 34 393. 34 393 0641 die Vorwahl. Bitte anrufen oder eine Mail schreiben an info@switchbike.de. Ihr versendet auch das Ganze. Wir versenden und jeder kann demnächst auch, weil wir haben es schon verraten, das oben wird zu einem Simplon-Store und ihr werdet dann auf Bilder kommen. Und da oben kommt der Simplon-Store. Hier ist jetzt auch der Durchbruch gemacht. Wir haben das letzte Mal gefilmt, da sah es ja ein bisschen trist aus. Aber das war natürlich den Rädern geschuldet. Ja, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Nächstes Jahr 100 Jahre Switchbike Bornemann. Und ja, da steht's. Simplon. Gibt es übrigens auch in der zweiten Farbe. Welcher? In so ein glossy Schwarz mit Grün. Wir finden diese Farbe viel, viel schöner, weil das Orange auch irgendwie zu Fox passt. Aber es ist Geschmackssache. Wir haben beide Farben bestellt. Sind das Aufkleber? Kann ich abziehen? Das sind keine Aufkleber, es ist lackiert. Ist lackiert. Also, sehr schön. Kannst auch testen. Kannst auch testen. Ja. Tschüss, Majid. Ciao, Sven. Ciao. Macht's gut.